Glück haben wir. Schön, seid ihr wieder dabei. Ich kann mir vorstellen, dass euch brönnte Mandeln also richtig an eure Kinderzeit erinnern. Und darum machen wir das mal brönnte Mandeln. Wir machen es aber ein bisschen speziell mit Zimtgeschmack. Es hat noch ein bisschen Orangengeschmack drin. Und wie das Ganze geht, das schauen wir uns jetzt an. Und ebenfalls natürlich alle Zutaten, die ihr dafür posten müsst. Das sind Zutaten für eine Geschenkportion. Wir brauchen 200 Gramm ganze Mandeln mit Schale, 150 Gramm Zucker, 80 ml Wasser, die abgeriebene Schale von einer Orange und 1,5 Teelöffel Zimt. Als erstes nehmen wir eine beschichtete Pfanne und tun gerade alle Zutaten rein. Die Mandeln, der Zucker, die Orangenzeste, das Wasser und der Zimt. Und jetzt wird das Ganze bei höherer Hitze aufgekocht. Zuerst wird die Konsistenz so sirupartig. Und dann wird der Zucker ganz trocken und währenddem immer wieder rühren. Man sieht jetzt, wie sandig geworden ist. Das muss so sein, nicht verschrecken. Einfach geduldig warten, ab und zu weiter rühren. Und dann fängt der Zucker wieder an zu schmelzen. Die Mandeln ein bisschen mit dem flüssigen Zucker ummanteln. Und schon ist das Ganze fertig. Zum Auskühlen kommen die brennten Mandeln auf ein Backblech, das mit Backpapier belegt ist. Und jetzt kann man es nur noch in ein schönes Gefäß tun und verschenken oder selber essen. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich das als Geschenk mitbringe. Ich glaube, Anna, die wird sich so richtig freuen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Probiert das Rezept unbedingt einmal aus. Und es würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, wie ihr es gefunden habt. Und ihr wisst ja, wie man die richtig isst. Nämlich so. Tschüss zusammen.